Servus Leute und herzlich willkommen hier jetzt beim vierten Versuch von Part 3 anzufangen. Auf jeden Fall, wir sind wieder bei Star Wars unterwegs hier. Oder wie die Map heißt. Die heißt einfach Star Wars. Und wir mussten hier die Geisel retten. Die Geisel retten war, glaubt, der hier, der Heini hier. Ist klar. Wie wir den retten sollen, sollen wir einfach den Block hier mal kaputt machen. Komm, bist frei hier. Guck mal an hier. Zack, viel Spaß. Beim, was weiß ich, was du so machst. Ach nee, Moment, das war der Händler. Oh, scheiße. Das war der Händler, das ist gar nicht hier die Geisel. So, Händler, du bleibst schön da, Alter, ist ja ganz klar. So ein beschissener Dorfbewohner, der da immer rumstöhnt hier. Es gibt noch ein Lichtschwert, da habe ich mich nicht verlesen gehabt, das ich vorhin gesehen habe. Und zwar, das gibt es doch bei dem abgekackten Raumschiff da hinten, wo wir waren. Das heißt, wir latschen nochmal quer über die Karte. Die ist korrekt. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier die versteckte Sache, die weiß ich Bescheid. Ach so, ja. Hä? Wo latschen? Hier muss das sein, oder wo? Nee, ich guck gerade, da hinten ist nämlich noch eine Höhle, weißt du, das interessiert mich. Aber wir haben auch noch die Geisel gefunden. Die Geisel müssen wir auch noch finden. Also das heißt, wir haben das AT-AT kaputt gemacht, das ist schon mal sehr nice. Haben wir die Kanonen abgefeuert, Generator vorher natürlich gemacht und so. Das ist alles cool. Das Problem ist, wir müssen noch die Geisel retten. Aber, das finden wir. Da ist nichts. Hier ist nichts, sagst du? Hier ist wirklich nichts. Ja gut, aber hätte doch sein können, ich will die Disc finden, dann kriege ich nämlich dann kann ich da so einen mega geilen Bogen kriegen. So einen richtig geilen. So. Ha. Ne? Nix. Alles klar. Oh, zieht jetzt meine Schulter so, Hammer. Max ist ein bisschen müde, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Wir haben auch mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht? Wir haben 11? Ja, okay, es ist in der Nacht. Aber hey, ist noch nicht so. Ja, jetzt fängt es an zu regnen hier. Ist ja ganz klar. Nee. Alles klar. Gibt's das schon? So. Wir haben ja übrigens eine Änderung mittlerweile. Muss ich dazu übergehen, den Server zu Hause? Ja, echt. Das ist, also, wenn es jetzt leckt, dann ist es Max schuld. Nee, deine Schuld. Nee, aber das ist irgendwie ganz komisch. Irgendwie findet meine Server nicht mehr. Random, sag ich da nur. Aber egal. Solange ich seine finde, ist ja in Ordnung. Und wenn ich meinen finde, das... Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich sage mal, ich will diese Schallplatte finden, aber das ist halt, die Map ist dann schon ziemlich groß. So vom reinen Flächendings da, Bums da. Ja, aber so von den Aufgaben... Aber ich glaube, die Geisel, die müsste dann vielleicht in dem Raumschiff drin sein. In dem Raumschiff. Warum in dem Raumschiff? In der Basis. In der Basis? Das könnte sein. Ist das nicht unsere Basis? Ist doch eine gute Basis eigentlich, oder? Ja, aber egal. Warum sollten wir da eine Geisel haben? Weißt du, das ist meine Frage. Oder das ganze Spiel gibt einfach keinen Sinn. Das kann natürlich auch sein. Ach, das ist ja voll das Riesending, was da ab... Ja. Ich habe das immer nur von der Seite gesehen und habe gedacht, hey, was ist das für ein Winsting? Ja, schon. So, ich klopp mich jetzt hier mal hoch. Wir können nämlich Sachen zerstören. Ist eigentlich ganz cool. So. Ja, hätten wir es so oder so können, je nachdem, wie ich die Einstellung gemacht hätte. Ja, das ist auch klar. Aber. Da oben ist eine Tür. Das ist klar. Ja, was sollen wir jetzt? Darf man sich hochbauen? Das weiß ich nicht. Ja, das ist ja bestimmt eigentlich das... Keine Ahnung. Gab bestanden irgendwas davon, dass man es nicht darf. Von daher, warum eigentlich nicht? Komm schon, verdammt. Ich habe keine Blöcke mehr. Tja. Aber egal, ich pack das trotzdem. Tür doch nicht mehr, ja locker, kein Ding. Aber wir brauchen hier eh einen Hebel oder sowas. Warte mal, ich versuche mal ganz auf das Raumschiff raufzukommen. Ganz nach oben geht es. Nee, es sei denn, du veränderst die Map aus. Darf man das? Ja, das ist halt, warte mal, von da vielleicht. Von hier kommt man doch drauf. Das sieht doch einigermaßen gescheit aus. Jawohl. Hier kommt man drauf. Ist die Frage, ob es was bringt? Ja, das ist eine ganz andere Frage. Ja, das gebe ich zu. Das sieht gerade aus, als wenn es gar nichts bringt. Alter, das Raumschiff ist schon fett, aber irgendwie... Wie sollen wir denn da reinkommen? Das ist meine Frage. Vielleicht war Hacke, Hacke, Kuchen. Vielleicht kommen wir von unten rein. Weißt du, wie ich meine? Übers Wasser vielleicht. Ja, das versuche ich gerade mal. Das
hier irgendwie, was weiß ich, irgendwas ist. Alter, ich sehe ja gar nichts unter Wasser. Alter, ist das dunkel. Oh, ich sehe gar nichts. Und ich ersauf hier gleich. Ja, das ist ja, dass es irgendwann umgeändert haben, dass je tiefer man schwimmt, umso dunkler wird's. Ja, und jetzt wird auch noch Nacht, blöderweise. Aber da unten ist irgendwas. Ist ganz sicher irgendwas. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Specialmäßiges ist, aber egal, ich tauche mal da runter. Ist auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, das ist aber nichts Specialmäßiges, oder? Oh, scheiße. Oh, Luft. Nice. Aha! Wow! Wow! Alter! Uncool! Hm? Uncool! Ich stehe hier am Rand der Welt, Mann. Oh. Ich sehe da überall Slimes rumhüpfen. Und what the fuck, sind da viele Skelette und sowas. Ja, das ist ein bisschen uncool jetzt. Egal. Gleich muss selbst mal machen, oder? Ah ne, da ist ja sogar Schnee oder was? Oder komme ich da wieder hoch? Also hier unten war nix, da unten war nix. Alter, das ist ja echt komisch, Mann. Das ist aber echt komisch. Und wo ist die Geisel überhaupt? Oder was? Wer ist die Geisel? Wir haben so ein bisschen wenig Angaben hier, finde ich. Es sind so ein paar zu wenige hier, finde ich. Oder hast du noch irgendwas gefunden? Nee, ehrlich gesagt nicht. Echt? Ich meine, wir haben nur die Angaben gekriegt, so mach das, mach das, mach das. Ja, aber was und wie und warum und irgendwie, hä? Aber egal. Ich gucke jetzt noch einmal auf die Seite von dem Raumschiff hier. Ja. Wochenende arbeiten ist scheiße. Normal. Nee, aber hier ist auch nichts, Mann. Hier ist auch nichts. Das hätte da oben sein müssen. Eigentlich, rein theoretisch. Rein theoretisch. Das Blöde ist, ich sehe da nichts und da ist auch irgendwie nichts. Was ist das für ein Scheiß? Ich weiß gerade auch nicht, Mann. Normalerweise war doch da ein schöner Knopf oder irgend sowas. Ey, weißt du was? Okay. Lass nochmal zurückgehen und die Geisel suchen und wenn wir die nicht finden, dann lass zurück zum Raumschiff gehen und wegfliegen hier. Ist ja unglaublich. Weil jetzt hier Ewigkeiten nur so planlos rumrennen, macht es auch... Für so ein Popelschwert? Ja, gell. Macht jetzt auch nicht so viel Spaß, würde ich meinen. Latsch, 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 latsch. Aber, also ich befinde mich auf dem Rückweg. Ja, ich auch gleich. Ja, so irgendwie, hä? Da ist ja gar nichts. Ja, egal, das ist ja eh kein Hauptziel, das können wir ja machen. Genau wie die Disk finden. Optional! Richtig, aber was wir machen können, was wir eigentlich machen müssen, ist den Typen finden. Die Geisel. Ich frage mich nur, wo die Geisel ist. Das frage ich mich auch. Ist ja in Ordnung, dass wir ein bisschen die Geisel freikämpfen müssen oder was, aber... Sollten wir... Ach, guck mal, hier ist noch ein abgestürztes Raumschiff, sehe ich gerade. Wo? Hier, das ist so ein kleines Teil. Aber das ist auch ein Raumschiff. Ja, wo? Hier in dem Mitte von den... Oh, stimmt. Ja, gell? Hier, von wegen. Dann guck mal an. Ah, da ist eine Kiste drin, aber... Guck mal an hier. Guck mal an. Guck mal an. Die Schallplatte, die Schallplatte. Richtig nice. Und da unten geht's nicht mehr raus. Jawohl, dann haben wir die Schallplatte gefunden. Immerhin. Aber das zweite Ding nicht, aber egal. Immerhin die Schallplatte. Egal. Dann mach ich mir gleich meinen Superbogen hier, Alter. Richtig nice. Aber haben wir die Geisel haben wir noch nicht gefunden, gell? Nicht, dass ich wüsste. Das ist schlecht. Die müssen wir eigentlich finden. Aber da oben in dem AT-AT war nichts mehr, oder? Ich geh nochmal eben hoch, Mann. Nicht, dass wir da noch was übersehen haben, weil ich meine, das Ding ist so fett, da hätten wir noch voll viel reinmachen können. Und irgendwie, wir gehen da rein, das Ding fliegt in die Luft, das war's. Das kann's doch fast nicht sein. Ja, guck mal. So, wo geht's hier rein? Alter, das Ding ist halt fett im Arsch schon. Alter, ist Max fertig, Mann. Ist ja unglaublich. Nee, aber echt, irgendwie so, Ich meine, jetzt kommen wir doch fast gar nicht mehr hoch wahrscheinlich. Ich hätte noch 4 Leitern anzubieten. Leider? Ich weiß nicht genau. Wie viel, aber wir kommen aber relativ hoch doch. Ist ganz in Ordnung. Alles klar, ja hier ist Ort. Oh, jetzt dachte ich gerade. Ne, der ganze Bau ist lang gesprengt. Alles klar. Ne, ich glaube, hier ist echt nichts mehr zu machen. Ne. Der sieht ziemlich kaputt aus hier, der Gute.
Aber ja gut, was soll's, was soll's, was soll's. Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach nochmal, wo die Geisel ist. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Danke fürs Zuschauen und ja, nächstes Mal suchen wir noch die Geisel aus letztem Lichtschwert. Da sehe ich Leitern. Da sehe ich Leitern. Ich sehe Leitern. Ach nee, das ist einfach nur das Zierde. Okay, alles klar. Nun gut, egal. Was soll's, wir gucken einfach nochmal, ob wir das alles finden. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.